ohne in irgendeiner Form pessimistisch zu sein, und Sie kennen mich, das bin ich natürlich nicht, für die Aktienmärkte muss man schlichtweg sagen, Bullenmärkte sehen anders aus, und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Warum sehen die anders aus? Das ist zunächst mal diese seltsame Nervosität, die wir wirklich derzeit an der Wall Street haben. Es sind extreme Schwankungen und vor allem, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, wir sehen teilweise von Tick zu Tick, also von Kursstellung zu Kursstellung, massive Sprünge. Gestern zum Beispiel beim Dow Jones von einem Tick zum nächsten 14 Punkte. Das sind Sachen, die sieht man wirklich selten, und das ist nicht gerade typisch für Bullenmärkte. Erinnern wir uns an das Jahr 2017, da ging es ja ganz langsam nach oben, da waren die Ausschläge gering, immer so plus 0,3%, ohne wirklich größere Rücksetzer. Wir haben in 2018 schon ganz andere Rücksetzer gesehen, mithin haben wir also eine andere Situation. 2017 war sich der Markt sicher, da war keine Angst, da war kein Zweifel. Jetzt haben wir große Zweifel an der Lage offenkundig. Das liegt natürlich an zwei Dingen, einmal die US-Zwischenwahlen, die ja jetzt bald anstehen, 6. November, und natürlich an der begonnenen Berichtssaison, wo die großen, die wichtigen Werte noch berichten werden. Wir haben ja jetzt Banken gesehen, wir haben andere Branchen gesehen, wir haben IBM gesehen, schwach, wir haben Netflix gesehen, gut. Aber das ist eben noch nicht das Kriegsentscheidende, das wird noch kommen, das werden eine Apple sein, eine Amazon sein etc. Und da ist man nervös, da ist man sozusagen sich nicht sicher, wie die Geschichte ausgehen wird. 2017, wie gesagt, Bullenmarkt in der Hoffnung auf die Steuerreform. Jetzt haben wir ein anderes Thema, jetzt haben wir ein geldpolitisches Thema. Gestern die Fed mit dem Fed-Protokoll, und das, was da auffällig war, waren zwei Sachen. Erstens mal, dass ein Konsens darüber herrscht, dass die Notenbank den Leitzins auch über die neutrale Rate anheben will, also über einen Zinssatz hinaus, der in irgendeiner Form noch konjunkturstimulierend oder konjunkturneutral wäre. Nein, man will die Konjunktur ein bisschen einbremsen, offenkundig, weil man sich sagt, wir fürchten eine Überhitzung der Wirtschaft. Was man nicht fürchtet, offenkundig, in diesem Fed-Protokoll, gestern war das sichtbar, ist, dass die Inflation in den USA anzieht, und genau das ist doch eigentlich das Thema. America First von Donald Trump heißt doch faktisch, wir wollen Produktion zurückholen in die USA. Das ist ja durchaus auch sinnvoll, wenn man sieht, wie stark die Amerikaner dienstleistungsabhängig sind, und diese Dienstleistungen, die werden schon deshalb teurer, weil man dabei ist, gerade Lieferketten zu zerstören, die Chinesen praktisch rauszuschmeißen, auf der anderen Seite zu versuchen, die Grenzen dicht zu machen. Da entsteht natürlich dann ein sofortiger Mangel. A, muss ich die Lieferketten ersetzen, muss also gucken, wo ich diese Produktion woanders herkomme, wenn nicht herbekomme, wenn nicht aus China. Und ich brauche vor allem Leute, die das tun. Und wenn ich sozusagen durch eine harte Immigrationspolitik das Potenzial an Arbeitskräften begrenze, dann ist natürlich klar, dass irgendwie die Löhne steigen, dass die Kosten steigen werden. Inflation ist das eigentliche Thema. Die Fed tut so, als wollte sie nur eine Überhitzung der Wirtschaft vermeiden. Aber sie sieht wohl schon, wenn sie ehrlich ist, eben diese Inflation. Jedenfalls, das war die Message gestern des Fed-Protokolls. Und das war eine Bestätigung dessen, was Jerome Powell vor zwei Wochen gesagt hatte. Wir werden über die neutrale Rate hinausgehen. Und genau das ist das Thema, das die Märkte derzeit auch wirklich beschäftigt. Und genau das ist das Thema, das eben diesen Bullenmarkt nicht mehr so entspannt und so locker sein lässt wie noch in 2017. Damals Hoffnung auf Steuerreform, die Fed wird uns nicht wehtun. Jetzt haben wir ganz andere Themen. Wir haben Handelskriege, wir haben eine rigidere Fed-Politik. Und damit ist sozusagen natürlich der Treibstoff für die Party begrenzter. Und auch das zeigt die Nervosität, auch das lässt er ahnen, warum es hier geht. Schauen wir uns die Charts mal an, schauen wir uns mal an, was heute zu erwarten ist. Wir starten mit den Japanern. Wir sehen hier den Nikkei 22.673 um und bei 0,8% im Minus. Man ist hier nicht so richtig begeistert über das Fed-Protokoll. Gestern die US-Indizes ja ganz leicht im Minus und unter extremen Schwankungen. Ich hatte gestern die Advanced Decline Situation gezeigt, also das Verhältnis zwischen steigenden Aktien in den USA und fallenden Aktien kann ich ja hier kurz nochmal einblenden, wenn ich es finde, da ist es, wir sehen diese Extremwerte, man schwankt von einem Extrem zum anderen, das zeigt diese extreme Nervosität. Zurück nach Japan sozusagen, wir sehen also hier 0,8% Minus, wir haben das erste Mal seit 22 Monaten negative Exporte Japans im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das wird so ein bisschen als Warnsignal einer sich eintrübenden Weltkonjunktur gesehen. Wir sehen, dass in China auch die Kurse fallen. China 50 hier mit einem Minus von knapp 1,5%. Also wir haben relativ miserable Vorgaben, nicht dramatisch miserabel, aber doch eher schwächer. Was wird das bedeuten
für The DAX, der gestern rausgegangen ist bei 11.747. Ja, wir haben schon ein bisschen Strecke gemacht, kommen von 11.400, sind drauf auf 11.850, dann gut 100 Pünktchen runter. Wir dürften um und bei 11.720 starten, also vielleicht 20, 30 Pünktchen, 25 Pünktchen tiefer aktuell. Und wir müssen über diese 11.850er Zone, da gibt es kein Wenn und kein Aber, um dann möglicherweise die 11.900 zu attackieren. Und dann diese Zone 12.045, die hier im September von so großer Relevanz war auf der Unterseite, ist sozusagen die Kuh noch nicht vom Eis. Das gilt auch für die Amerikaner. Schauen wir uns mal hier den S&P 500 an. Gestern der Lauf auf 2.820, jetzt sind wir knapp 20 Pünktchen tiefer bei 2.803. Die 2.780 ist jetzt die Auffangzone. Da muss er halten, das war das gestrige Tief, das war hier die untere Gap-Kante. Das ist sozusagen jetzt die entscheidende Marke, die es zu verteidigen gilt. Fallen wir da durch, würden wir also hier diese 23 Pünktchen tiefer gehen und dann diesen Support, diese Unterstützung durchbrechen, dann sieht es nach einer zweiten Welle abwärts aus bei den US-Indizes. Was macht The Nasdaq, der gestern schwankungsintensiv war, 7.263, damit knapp 100 Pünktchen tiefer als gestern im Tageshoch, aber wir sehen, wir sind hier in dieser Range 7.350 bis 7.200 gewesen, haben also 150 Pünktchen Tagesrange, auch das durchaus nicht ungewöhnlich, und der Dow Jones bei 25.659, auch 100 Punkte tiefer als gestern im Hoch. Schauen wir uns an, was devisenseitig passiert. Und das war natürlich schon eine tendenziell hawkische Nachricht, die Fed hier gestern gegeben hat. Wir werden so weitermachen mit den Zinsanhebungen. Damit ist praktisch der Dezember sicher als nächste Zinsanhebung. Damit ist klar, dass dieser Zyklus wirklich weitergeht. Es müsste schon einiges passieren, dass die Fed davon Abstand nimmt. Wir sehen, dass der Yuan zwischenzeitlich bei 6,94 war. Niedrigeres Fixing, so niedrig wie seit, glaube ich, Anfang 2017 nicht mehr durch Chinas Notenbank. Und das zu einem Zeitpunkt, als gestern bekannt wurde oder offiziell wurde, dass China nicht als Währungsmanipulator bezeichnet wird. Und bumm, sofort wird der Yuan abgewertet, nachdem man dieses Damoklesschwert nicht mehr über sich schweben hat. Also eine kleine Kampfansage Chinas an die USA, ohne Frage. Wir sehen den Goldpreis bei 1223, Silber 1459 und The Öl gestern wegen gestiegener Lagerbestände unter Druck gekommen. Fast 6 Millionen Barrel sind da dazugekommen. Also Bullenmärkte ticken anders. Wir haben zumindest derzeit eine solche Nervosität. Es ist möglich, dass wir noch mal nach oben laufen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es wird auf jeden Fall ein wilder Ritt. Es wird ein Rauf und ein Runter. Es ist eine Nervosität da, die untypisch ist für Bullenmärkte. Bullenmärkte sind sich meistens sicher, haben ein gewisses Selbstbewusstsein. Da geht es langsam und relativ zielgerichtet nach oben, ohne Panik, ohne Hast, aber auch eben ohne Zweifel. Jetzt ist der Zweifel da, wegen den US-Wahlen vor der Brust und wegen der Berichtssaison, die jetzt entscheidende Impulse liefern wird. Heute nicht so wirklich wichtige Zahlen seitens der US-Unternehmen, Philly Fed Index 1430 und aus Deutschland SAP-Zahlen, die vielleicht das technische Umfeld, respektive das Umfeld im Tech-Bereich, so ein bisschen definieren werden heute. Also, könnte weiter so spannend bleiben wie derzeit. Es ist volatil, es macht Spaß, dahin zu gucken. Es wird heftig werden. Ich wünsche einen wunderbaren Donnerstag und sage ciao.